Für diejenigen, die zum ersten Mal da sind, mache ich ganz kurz die Intro. Mein Name ist Moritz Schild. Ich bin ein Mitgründer und Vorstandsmitglied des Hanseatic Blockchain Instituts. Wir sind ein Verein mit Sitz hier in Hamburg, der sich zwei Zwecke zum Ziel gemacht hat. Zum einen wollen wir die Blockchain-Community besser miteinander verknüpfen, Networking erlauben. Und zum anderen wollen wir das Thema, die Potenziale von Blockchain und Krypto bekannter machen. Und das machen wir, indem wir Workshops veranstalten, indem wir Vorträge halten und unter anderem durch das, was wir hier heute machen, nämlich den Blomo Blockchain Monday, den wir tatsächlich mehr oder weniger seit unserer Gründung fast jeden Montag durchgeführt haben. Am Anfang als physisches Event mit einem danach durchgeführten Feierabendbier, was deutlich netter war auf alle Fälle, aber den Nachteil hatte, dass wir eben Referenten hier live vor Ort haben mussten. Und seitdem wir Corona-bedingt umgestiegen sind, haben wir ein deutlich breiteres Spektrum, hatten schon Gäste irgendwie aus den USA, aus London, aus Tel Aviv, aus Moskau zugeschaltet, was den Kreis natürlich deutlich erweitert. Nachdem wir in den letzten Wochen viel über NFTs war ein extrem spannendes Thema und die rechtliche, regulatorische Seite haben wir ein bisschen in den Hintergrund laufen lassen. Deshalb freue ich mich aber eigentlich, dass wir heute den Rechtsthemen und die Regulatorik wieder ein bisschen angucken. Und das Ganze ist ja auch echt hochaktuell. Insofern freue ich mich, dass wir Timo Bernau dabei haben. Der ist Rechtsanwalt bei der in München ansässigen, aber ganz bundesweit vertretenen Kanzlei GSK. Das steht für Gassner, Stockmann und Kollegen. Genau, und Kollegen, die immer schon im Financial Services Bereich sehr aktiv waren und sich jetzt natürlich auf das Krypto mit draufgelegt haben. Ja, und wir wollen versuchen, ein bisschen zu verstehen. Ich persönlich, wer mich kennt, weiß das, habe ja immer die Hoffnung, dass wir in Deutschland beziehungsweise wir in Europa es schaffen, diese dritte Welle des Internets, das Web 3.0, das dezentrale Web, nicht nur irgendwie mitzumachen, sondern möglicherweise auch die Chance zu nehmen, da eine ganz führende Rolle mitzuspielen. Und das wird uns, glaube ich, nur gelingen, wenn wir es schaffen, eben uns zu differenzieren. Das könnte Europa hinkriegen, indem es eben ein besonders gut verlässliches und ein gut reguliertes Kryptoregime ermöglicht, was, glaube ich, eine ganz, ganz große Chance ist. Denn in diesem Bereich gibt es schwarze Schafe und weiße Schafe und die weißen Schafe müssen irgendwie dafür sorgen, dass sie sich zusammentun und von außen als weiße Schafe erkennbar werden. Ich glaube, was positiv ist, was gut ist, ist, dass wir sowohl in Deutschland als auch jetzt zunehmend auf EU-Ebene ein Interesse und eine Bereitschaft haben, einen Rechtsrahmen zu schaffen, der Dinge verlässlich und belastbar macht, insbesondere auch der helfen soll, dass institutionelle Investoren, die sich in Amerika ja doch viel, viel schneller mit Krypto insbesondere befasst haben, die in Europa noch etwas zurückhaltender sind, denen irgendwie eine Chance zu geben, dass sie einen sicheren Rahmen finden. Ja, und das ist etwas, was die EU versucht hat, mit etwas auf die Beine zu stellen, was MiCA heißt. Und ganz kurz, so viel Einführung kann ich machen. MiCA steht für Markets in Crypto Assets und ist eine Parallele zu einer EU-Regulierung, die es schon seit vielen Jahren gibt, nämlich der MiFID. MiFID steht für Markets in Financial Instruments Directive. Das war eine Vereinheitlichungsinitiative der EU für den letztlich gesamten Kapitalmarkt und Finanzinstrumenteverkehr. Und jetzt, das ist ein bisschen andere Ausgangslage. Damals hatten alle Mitgliedstaaten eine eigene Regulierung und die wurde dann in der MiFID so ein bisschen zusammengefasst und konsolidiert. Bei der MiCA ist es so, dass, glaube ich, die EU-Mitgliedstaaten noch einen ganz, ganz unterschiedlichen Status haben. Und insofern hat jetzt eher die EU eigentlich eine Chance, da eine einheitliche und verlässliche Regulierung reinzubauen. Andererseits gab es in dem Gesetzgebungsprozess auch eine ganze Menge Hiccups, nennt man das wohl, also Themen, die doch sehr, sehr intensiv diskutiert wurden. So viel vielleicht mal eben ganz kurz von meiner Seite. Wir wollen das so interaktiv wie möglich gestalten. Also wenn ihr, liebe Teilnehmer, Fragen habt, nutzt gerne die Q&A-Funktion oder auch hier den Chatbereich.
um Themen und Aspekte reinzubringen. Und wir wollen auf alle Fälle auch versuchen, das heute so zu darzustellen und zu besprechen, dass es auch für Nicht-Juristen nachvollziehbar und verständlich ist. Also immer, wenn ihr was nicht versteht, gleich reingerätschen. Damit, Timo, würde ich gerne an dich übergeben. Nochmal vielen, vielen Dank, dass du da bist. Und wenn wir jetzt live wären, würdest du einen tosenden Applaus natürlich von mir. Ja, vielen Dank auch für die warmen Worte. Ich schaue mal, ob ich meinen Bildschirm teilen kann. Das müsste vielleicht ganz kurz, das ist mal meine Anfangsfrage. Wie bist du das erste Mal mit Blockchain und Krypto? Wie war dein erstes Mal gewissermaßen? Erinnerst du das noch? Das war ja, das weiß ich noch ziemlich genau. Und zwar das war 2017. Da ist irgendjemand bei GSK auf die Idee gekommen, auch mal Vorträge zu machen, die, sag mal, so ein bisschen das, ja, so dieses Juristische verlassen und stärker auch sozusagen die Marktteilnehmer abholen. Und da haben wir uns damals gedacht, wir müssen irgendwie was ganz Spannendes machen. Und das war dann, weil ich sozusagen bei uns den Bereich wie Financial Services, Fintech verantworte, habe ich so ein bisschen geschaut, okay, was sind die Themen für die Zukunft? Und das war damals dann eben eigentlich zwei Themen, Bitcoin und künstliche Intelligenz. Das haben wir auch so gesehen, das war bei der BaFin dann schon irgendwie virtuelle Währungen und ja, künstliche Intelligenz, wir wollen keine Blackbox. Und da war natürlich schon so, für die ganz hart gesottenen Profis, die wussten schon längst, dass Bitcoin sozusagen to the moon geht, ja. Aber immerhin 2017 war das trotzdem noch, auch unter Juristen, ein totales Nischenschema. Also es gab kaum eigentlich Juristen, die sich damit gut auskannten. Es gab ja auch keine Regulatorik. Also man konnte auch nicht, was sollte man beraten so groß, ne? Außer dass man gesagt hat, na, es sind vielleicht irgendwie Rechnungseinheiten und aber so richtig weiß damit keiner was anzufangen, wie das einzuordnen ist, weder zivilrechtlich noch aufsichtsrechtlich. Und das fanden wir so spannend, dass wir bei uns auch so eine Task-Group gegründet haben und haben dann relativ kurz nach eben sozusagen meinem ersten Berührungspunkt 2019, 2020 das erste Commercial Paper, damals noch mit Commerzbank, Siemens und Continental eben auf die Blockchain gesetzt. Das war auch wirklich so eine Harakiri-Aktion mit noch Luxemburger Recht. Die haben nämlich schon damals so eine dematerialisierte Urkunde gekannt. Und das war sozusagen dann mein erstes praktisches Erlebnis. Auch die BaFin war dabei, hat so geschaut, wie funktioniert das, so sozusagen bei der Live-Übertragung dabei. Und so sind wir quasi auch rechtlich da in die Sache reingekommen. Okay, cool, sehr schön. Prima. Achso, kannst du teilen? Es kann sein, dass ich dich erstmal hier freigebe. Ja, dann muss, genau. Nee, müsste eigentlich gehen, wenn du teilen willst, dann. Jetzt. Und seht ihr es schon? Nö. Nee. Okay. Hast du auch nicht nur ausgewählt, sondern unten rechts auf Freigeben gedrückt? Ah. Jetzt kommt's. Jetzt passt's, oder? Perfekt. Alles klar. So, also das Thema hast du ja schon super eingeführt. Was ich mir heute vorgenommen habe, müssen schauen, ob wir ganz durchkommen. Ich glaube, das ist wichtig, erstmal zu verstehen, was ist bisher passiert, also in Deutschland, um auch das dann nachher in einen Vergleich setzen zu können zu dem, was uns noch bevorsteht und auch zu sehen, wo wir eigentlich noch in Zukunft auch offene Punkte haben, wo wir vielleicht eben noch gar keine Regulierung haben. Und dann versuche ich nochmal so ein Fazit zu ziehen. Man muss dazu sagen, zu dem Vortrag heute, es ist sozusagen ja noch ein nicht veröffentlichter Entwurf der MiCA. Es gibt aber so mal verschiedene inoffizielle Versionen, die kursieren, samt Gerüchten und letzte Sekunde Anpassungen. Deswegen muss man so ein bisschen aufpassen, bis dann wirklich sozusagen das gedruckte offizielle Dokument da ist.
Aber das, was ich gesehen habe, soll eigentlich der quasi finale Text sein. Aber das vielleicht muss man als Anwalt immer so als kleinen Disclaimer dazu sagen. Dann gehen wir mal in Medias Res. Also was ist in Deutschland bis jetzt passiert? Die Deutschen waren relativ früh, muss man sagen. Die haben schon 2011 sich überlegt, dass, also die Aufsicht jedenfalls, nicht der Gesetzgeber, die BaFin, die hat sich überlegt, dass zumindest bestimmte Kryptowährungen, wie beispielsweise damals eben und Vogue schon der Bitcoin und andere, dass die sozusagen virtuelle Währung war damals der Name, dass das Rechnungseinheiten sein sollen, also Finanzinstrumente im Sinne des KWG. Es sollten aber nicht sein Finanzinstrumente im Sinne der MiFID, das hast du eben schon eingeführt, was die MiFID eigentlich ist, also dieser ganze Rahmen für Wertpapiere und damit auch nicht im WPRG. Es ist auch eigentlich keine Vermögensanlage im Sinne des Vermögensanlagengesetzes, was so ein lokales Gesetz ist, was eben bestimmte, ja damals noch die geschlossenen Fonds und jetzt so Genussrechte und Nachrangdarlehen und sowas regelt. War auch kein Wertpapier im Sinne des Depotgesetzes und auch kein E-Geld oder Zahlungsmittel, weil es eben keinen zentralen Emittenten gibt. Dann gab es aber immer wieder auch beispielsweise das KG Berlin, die gesagt haben, naja, liebe BaFin, das ist ein bisschen weit hergeholt. Das gibt eigentlich die Definition von Rechnungseinheit gar nicht her. Das heißt, es gab so eine Rechtsunsicherheit zwischen eigentlich mit Zivilrecht, Strafrecht und Aufsichtsrecht. Aber die BaFin hat gesagt, ja, KG Berlin ist, und andere ist schön und gut. Wir behalten sozusagen unsere Ansicht fort und haben gesagt, das sind weiter Rechnungseinheiten. Das hat dazu geführt, dass ich, wenn ich Bitcoin beispielsweise vertreiben will, als Broker, Vermittler, als Handelsplattform, dass ich zumindest für diese Tätigkeit eine KWG-Lizenz brauche, als irgendwie Anlagevermittler oder Portfolioverwalter. Ich brauchte aber keine Lizenz für die Verwahrung. Es galten noch keine Wohlverhaltenspflichten bei der Vermittlung, also außer jetzt immer den allgemeinen KWG-Regeln konnte ich im Grunde, musste ich jetzt meine Kunden nicht besonders aufklären, also aufsichtsrechtlich natürlich, zivilrechtlich kann das alles natürlich etwas anders sein. Es gibt auch keine Marktverhaltensregeln, also Insider-Trading, Marktmanipulation, weil es eben keine Wertpapiere sind, aber auch nicht börsennotiert in dem Sinne, keine Prospektpflicht, kein White Paper, und auch keine EU-Harmonisierung. Also das, was auch eben schon angesprochen worden ist, das war jetzt die BaFin mit ihrer lokalen Rechtsansicht, aber das wurde in vielen Ländern auch anders gesehen und auch anders gehandhabt. Dann, das war 2018, gab es die erste sogenannte tokenisierte Vermögensanlage. Was ist das? Das ist letztendlich eben, das können Nachrangdarlehen sein, Genussrechte, Namensschuldverschreibungen, die eigentlich aufsichtsrechtlich keine Wertpapiere sind. Und die haben findige Anbieter tokenisiert, also auf eine Blockchain gepackt und damit handelbar gemacht und austauschbar. Und da hat sich die BaFin dann überlegt, na, das sind aus ihrer Sicht Wertpapiere sui generis, das heißt irgendwie eine eigene Art im Sinne des KWGs. Das ist sozusagen eigentlich jetzt wie nichts Neues, wenn man das zu den Finanzinstrumenten im Sinne der Rechnungseinheiten vergleicht. Aber es sind damit Wertpapiere im Sinne des WPHG, WPPG und MiFID, also aufsichtsrechtlich auch Wertpapiere. Das heißt, ich brauche nicht nur für die Vermittlung und den Handel eben eine Lizenz, sondern es gelten auch die Wohlverhaltenspflichten, wenn ich sozusagen Vermittlungen betreibe, wenn ich da Beratung zu betreibe. Also ich bin sozusagen im Korsett, wie wenn ich Wertpapiere vertreibe, zumindest aufsichtsrechtlich. Wenn sie notiert werden an der Börse oder im Freiverkehr, ja, wenn es sozusagen so einen Markt gäbe oder gibt, dann gelten auch Insider-Trading und Marktmanipulation, weil es aufsichtsrechtlich Wertpapiere sind. Prospektpflicht gilt auch. Also wenn ich so ein Papier imitiere, müsste ich einen Prospekt machen. Man muss nur sagen, die meisten Angebote, die wir gesehen haben, die waren eben unter Ausnutzung bestimmter Bereichsausnahmen für kleinere Emissionen, haben im Grunde nur so ein kleines WIB oder so PRIPS veröffentlicht und sind damit eigentlich dann bei der BaFin auch gut gefahren. Was es nicht waren, es waren keine Schuldverschreibungen im zivilrechtlichen, handelsrechtlichen Sinne, was immer so ein bisschen amüsant war, dass eben da steht Wertpapierprospekt für Schuldverschreibungen, dann steht drin, es ist eigentlich keine Schuldverschreibung, sondern irgendwie ein Genussrecht oder ein Nachrangdarlehen.
Erlaubnispflicht für die Verwahrung im Sinne des Depotgesetzes gab es nicht, weil eben diese Papiere keine Papiere im echten Sinne waren, also nicht verbrieft waren. Dann hat man sich gedacht, ja, das ist ja irgendwie auch mit den Bitcoin und KG Berlin alles schwierig. Wir wollen vorgreifen, warten nicht auf die EU. Deswegen hat der Gesetzgeber reagiert und hat dann eben auch den Kryptowert im KWG verankert, als eben digitale Darstellung eines Wertes, der von keiner Zentralbank oder öffentlichen Stelle emittiert wird, also kein Geld ist in dem Sinne, und der eben zu Tausch- und Zahlungsmitteln akzeptiert wird oder auch zu Anlagezwecken dient, auf elektronischem Weg übertragen, gespeichert und gehandelt werden kann. Das ist eine bewusst sehr weite Definition, sogar weiter als die Definition, jetzt die es schon auf europäischer Ebene im Geldwäschebereich gab, und erfasst mehr oder weniger alles, was sozusagen wie digital abgebildet wird, immer die DLT und nicht schon irgendwo anders einsortiert wird. Ist aber, wie gesagt, deswegen ist es auch wichtig, eine andere Definition als zur Mika, zu der wir jetzt ja gleich noch kommen. Wozu hat das geführt? Das hat dazu geführt, dass eben Kryptowährungen klar auch wie vorher schon noch im KWG geregelt sind, aber auch andere Token ohne Zahlungs- und Tauschfunktion, Investment-Token, auch eben ins KWG fallen. Nur sogenannte echte Utility-Token, also wo ich gar keine Anlagezwecke habe und auch keine Zahlungsfunktion, oder E-Geld oder staatliche Währung, die waren da draußen. Bei den NFT, da kommen wir gleich unter der Mika nochmal zu, weil das da auch ganz spannend ist. Da hat sich nochmal was geändert in letzter Sekunde und keiner weiß jetzt, was richtig Sache ist. Also diese Non-Fungible-Token, also beispielsweise hier diese Bored Apes oder Beeple und so weiter. Da war man sich jetzt nicht so klar, sind es NFT oder nicht, weil Anlagezwecke, ja oder nein, oftmals wohl schon, sodass doch zumindest viele der gängigen NFT möglicherweise schon auch unter den Begriff des Kryptowertes fallen und damit eben auch entsprechend reguliert sein können, je nachdem, welche Tätigkeit ich natürlich in Bezug auf diese ausübe. Auf der Erlaubnisseite hat das eben dazu geführt, dass gleichzeitig auch dieses Krypto-Verwahrgeschäft, gibt ja schon einige Lizenzen in Deutschland, das Krypto-Verwahrgeschäft eingeführt worden ist. Das heißt, wenn ich für Dritte eben Kryptowerte verwahre oder verwalte, was Verwaltung ist, das weiß auch noch nicht so, weiß die BaFin selber noch nicht so genau, also administrative Tätigkeiten, die neben der Verwahrung sind, dann brauche ich eine Lizenz als Kryptoverwahrer nach dem KWG, muss das ein Erlaubnisverfahren durchlaufen. Das ist relativ zeitaufwendig, weil die BaFin da auch nicht so viele Kapazitäten hat. Also wir kennen einige Anbieter, die jetzt schon seit über anderthalb Jahren da mit der BaFin rumdoktern, aber aufgrund einer Übergangsbestimmung zumindest tätig sein dürfen. Was immer noch nicht gilt, ist Wohlverhaltenspflichten, Marktverhaltensregeln, Prospektpflicht und so weiter, weil es eben eine lokale Reglementierung ist. Aber natürlich anders, wenn es gleichzeitig, weil es ein Auffangtatbestand ist, beispielsweise irgendwie so als Security-Token, ja, das wir eben dargestellt haben, qualifiziert. Dann können natürlich auch diese anderen Regeln gelten. Das schließt sich also nicht aus. Also das war das in Deutschland. Wir sehen also die BaFin und auch der deutsche Regulator, der hat schon ziemlich viel getan. Aber man muss dazu sagen, auch beispielsweise diese Einordnung von Security-Token als Wertpapiere sui generis im aufsichtsrechtlichen Sinne ist eben rein deutsche Vorgabe. Ja, es kann sein, wenn man das unter der MiFID entsprechend definiert oder der Prospektrichtlinie, dass andere Aufsichtsbehörden zu dem gleichen Ergebnis kommen. Kann aber auch sein, dass sie das anders sehen, sodass man immer noch so einen Flickenteppich hat, wie da eigentlich damit umzugehen ist und ob man da den europäischen Pass auch von den Dienstleistern etc. nutzen kann, ist dann von Fall zu Fall zu beurteilen. Deswegen, ja, eben schon angekündigt, hat sich die EU überlegt, ja, mit diesem ganzen Flickenteppich in Deutschland, das ist schwierig. Wir sehen, dass da ganz viel passiert und keiner kommt hinterher. Weder die Regulatoren noch die Aufsichtsbehörden und die Anbieter wissen natürlich auch nicht immer, was in welchem Land gibt. Viele sitzen natürlich auch im Ausland. Deswegen, das ist ja Teil des sogenannten Digital Finance Packages, also da sind so ganz viele verschiedene Regulierungen drin, auch das DLT-Pilot-Regime, das ist heute nicht Gegenstand des Vortrags, aber da sollen sozusagen so DLT-MTFs erleichtert werden, ist eines dieser Pakete ist eben auch die Markets and Crypto Assets Regulation. So, und wo stehen wir da? Das gab vor knapp 2 Jahren einen Vorschlag von der Kommission, dann gab es die erste Lesung im Parlament.
Und dann ist ganz viel passiert. Ja? Hast du ja eben schon erwähnt. Es gab irgendwie Vorschläge von eben, das Ganze wird im Trilogverfahren eben, durchlaufen. Es gab einen Vorschlag vom Parlament, von der Kommission und dann vom Rat. Und da gab es eben sehr unterschiedliche Meinungen. Auf ein, zwei komme ich gleich nochmal konkret zu sprechen, weil das sozusagen natürlich auch dieser mögliche Ban von Proof-of-Work-Verfahren war plötzlich drin. Es gab eine extraterritoriale Anwendung, die diskutiert worden ist und. Also gerade das Parlament, die hatten einige Vorschläge, die rechtlich schwierig waren, aber auch ziemlich unpraktikabel, muss man sagen, wenn man den Kryptomarkt kennt. So, wo sind wir jetzt? Also es gab Ende Juni, deswegen haben wir uns gedacht, ist es jetzt vielleicht ein guter Zeitpunkt für die Veranstaltung. Gab es eine Einigung zwischen den drei Organen und man hat sich auf den Text geeinigt. Und da gibt es jetzt noch kleinere Ausarbeitungen im Detail. Aber der Text steht und muss jetzt noch umgesetzt werden. Ich habe in einigen Podcasts gehört, man rechnet eventuell noch mit einer Umsetzung 23. Das halte ich für nicht mehr realistisch, aber ich glaube 2024, weiß nicht, ob ihr da andere Infos habt, das könnte schon noch klappen. Ja. Die Ziele, die ergeben sich eigentlich schon aus dem, was ich eben vorgetragen habe. Ja, dass auch Anbieter und Kunden natürlich die Rechtssicherheit haben, dass wir einheitliche Regeln haben, dass wir diesen Flickenteppich von einzelnen Regeln, dass wir den loswerden, dass wir Regeln vor allem auch für Stablecoins bekommen. Da gab es ja eben gerade, muss man nochmal einen Schritt zurückgehen, diese Initiative von Facebook-Beta mit ihrer eigenen Kryptowährung. Da hatten also plötzlich alle Angst bekommen, weil das natürlich aufgrund der Marktdurchdringung Gefahr hätte bringen können für die Finanzstabilität. Und da hat man gesagt, da müssen wir es tun. Gleichzeitig hat man sich gesagt, wir wollen aber auch diesen Wettbewerb natürlich zwischen irgendwie China, USA, Europa auch nicht in dem tatenlos zusehen, sondern wir wollen auch Innovation und fairen Wettbewerb unter den Mitgliedstaaten im internationalen Bereich unterstützen und dabei aber natürlich darauf aufpassen, dass auch Verbraucher, Anleger geschützt wird und die Marktintegrität eben nicht zur Debatte steht. Die MiCA, die ist in neun Kapitel aufgebaut. Ich werde nicht alle heute beleuchten, aber einige. Erstmal gibt es den Titel 1, der ist ganz wichtig, weil da wird eigentlich mal erklärt, was sind überhaupt die Definitionen, was soll erfasst werden, was soll nicht erfasst werden. Dann gibt es den Titel 2, da werden im Grunde Vorgaben gemacht für die Emission von Kryptowerten, die eben nicht als wertereferenzierte Token oder E-Geld-Token gelten. Und dann gibt es nochmal für die gerade erwähnten wertereferenzierten Token und E-Geld-Token nochmal ein eigenes Kapitel. Dann ganz wichtig, das werde ich gleich im Vortrag auch nochmal nach vorne ziehen, die Regeln für die Regulierung von Kryptowertedienstleistern, Regeln zum Marktmissbrauch und dann eben dieser ganze Verwaltungskram, sage ich jetzt mal. Also was können die Aufsichtsbehörden tun? Was macht noch die Kommission? Was wird es für weitere Verordnungen Level 2 und Level 3 gehen und wie geht das Ganze auch weiter, weil wir werden gleich sehen, wir haben auch noch einige offene Punkte. Anwendungsbereich, ganz wichtig, für wen gilt das Ganze überhaupt? Das war schon auch im ganzen Gesetzgebungsprozess gar nicht so klar. Also logisch ist erstmal, wenn man ein CASP, also ein Anbieter von Kryptowertedienstleistungen ist, was das ist, da komme ich gleich noch zu, und man hat seinen Sitz in der EU, dann ist man schon mal drin in der Geschichte. Ja, da muss man sich darum kümmern, brauche ich eine Regulierung oder brauche ich keine Regulierung, wie gehe ich damit um? Wenn ich ein CASP bin, der nicht seinen Sitz in der EU hat, aber seine Kunden in der EU sucht oder suchen lässt, dann falle ich genauso in die Regulierung. Der Einzige, der letztendlich draußen ist, das ist, wenn mein Zielmarkt und mein Sitz außerhalb der EU sind und ich aber auch, das ist wichtig, kein Marketing, Werbung oder andere Kundenansprache, auch nicht durch Dritte vornehmen lasse, dass irgendwie doch Kunden zu mir kommen. Ja, und das ist schon spannend, weil das Parlament hatte das so vorgesehen, dass die sagen, ja, selbst wenn du Kunden sozusagen aus der EU hast, ja, dann musst du reguliert sein und du darfst sie halt eigentlich nicht annehmen. Was im Grunde auch den Grundfreiheiten in Europa widerspricht, das ist sozusagen diese passive Dienstleistungsfreiheit.
Aber man hat durch den Markt gesehen, dass ganz viele Anbieter eben gerade eben nicht in Deutschland oder nicht in Europa sind, sondern die sind in Singapur, die sind in den USA, wo auch immer. Und da gibt es eine eigene Community, Discord und Twitter. Und da sucht man sich quasi auch sozusagen unter den Fans seine Anbieter selbst. Und das ist natürlich unheimlich schwierig, dann für den Regulator die Kunden davor zu schützen. Das hat man irgendwie versucht. Dann hat man gemerkt, dass es irgendwie schwierig ist, die dann überhaupt zu regulieren, dass das nicht so richtig viel Sinn macht. Und hat sich hier auch dafür aus meiner Sicht den richtigen Weg entschieden, aufs sozusagen europäische zu begrenzen. Und so ist es jetzt auch dann gekommen. Die MiCA gilt nicht für Kryptowerte, die schon irgendwie anders reguliert sind. Was ist das beispielsweise im Finanzinstrumente? Also die MiFID-Regeln werden davon nicht betroffen sein. Echtes E-Geld, in Klammern, wenn es nicht E-Geld-Token sind, muss man sagen. Also da gibt es nochmal eine Unterscheidung. Einlagen bei Banken beispielsweise oder strukturierte Einlagen und noch echte Verbriefung im Sinne der Verbriefungsrichtlinie. Also die sind alle schon sehr stark reguliert in jeder Hinsicht, sowohl wie Vertrieb und Inhalt und so weiter, dass man gesagt hat, die muss ich nicht noch zusätzlich regulieren. Dreh- und Angelpunkt ist der Wert, sozusagen die Definition von Kryptowerten. Was ist das? Das sind digitale Darstellungen von Werten, Rechten, die elektronisch übertragen und gespeichert werden können, bei der Distributed Ledger Technology oder eine ähnliche Technologie zum Einsatz kommt. Das heißt, es ist nicht nur DLT-basiert, das können theoretisch auch andere Techniken sein. Man ist jetzt immer bewusst offen für zukünftige Entwicklungen, hat aber die DLT schon mit reingenommen, was eine echte Innovation ist, weil eigentlich bis jetzt sowohl in Deutschland eben als auch in Europa eigentlich Aufsichtsrecht immer technologieneutral war. Und hier hat man konkret gesagt, wir müssen eigentlich was sozusagen auf dieser DLT oder ähnlichen Techniken machen. Ausgenommen sind weiter Kryptowerte ohne Emittent oder andere zentralisierte Einheit, beispielsweise Bitcoin. Gibt es eigentlich keinen, den ich regulieren kann. Aber das ist ganz wichtig, Dienstleistungen in Bezug auf solche Kryptowerte sind wohl reguliert. Was heißt es? Also wenn ich eine Handelsplattform in Europa oder in Deutschland für Bitcoin mache oder ein Anlagevermittler oder Berater zu Kryptowährungen sein möchte, dann ist es unabhängig davon, ob die Kryptowährung in Anführungsstrichen selbst reguliert ist oder nicht. Meine Dienstleistungen qualifizieren trotzdem eben als kryptowerte Dienstleistungen und da muss ich mich auch an die entsprechenden aufsichtsrechtlichen Normen halten, soweit eben möglich. Weiter ausgenommen sind nicht übertragbare Kryptowerte, sondern eben welche, die nur beim Emittenten oder Anbieter eingetauscht werden können, also Loyalty-Programm. Ja, also wenn ich über Punkte sammle und das wie digital gespeichert wird, ich kann das aber nur beim Kunden einsetzen, dass wir einen Topf kriegen beispielsweise, dann ist das auch nicht reguliert. Ausgenommen werden sollen auch einzigartige Non-Fungible Token, da haben wir sie wieder. Wir haben aber auch, da komme ich gleich nochmal zu, hier auch eigentlich nochmal eine unklare Regulierung. Dann gibt es eine Aufspaltung, was verschiedene Kryptowertungen in der MiCA anbelangt. Wir haben einmal die E-Geld-Token. Einen Schritt zurück. Du hast ja vorhin dargestellt, dass eigentlich diese tokenisierten Vermögensgegenstände relativ klar zugeordnet wurden als letztlich Wertpapiere oder als Finanzinstrumente, die damit der MiFID unterliegen. Ich glaube, das ist ganz wichtig, dass man hier nochmal differenziert und sagt, also all das, was entstanden ist quasi, wo von vornherein gesagt wurde, ein Genussschein, der im Format eines Token rüberkommt, der bleibt weiterhin ein Genussschein im Markt, im Format eines Token und ist ja, glaube ich, von der MiCA auch überhaupt nicht erfasst, nicht? Oder gibt es da doch noch einen Graubereich? Na, das ist schon eine spannende Frage. Also ich würde sagen, das ist genauso, wie du sagst, weil die BaFin das ordnet das unter Anwendung der europäischen Regeln eben als Finanzinstrument im Sinne der MiFID ein. Damit ist es sozusagen, wenn wir hier zurückspringen, ja, ist es hier oben das erste Finanzinstrument und von der, also im Sinne der MiFID damit eigentlich ausgenommen. Aber das ist schon eine spannende Frage, weil wie ist das denn, wenn die Spanier oder die Franzosen sagen, das ist gar kein Finanzinstrument im Sinne der MiFID, weil das ist ja sozusagen, das ist ja eine
Erfindung der BaFin. Ne? Es gibt natürlich auch andere Länder, die ähnliche Produkte, ich glaube, Österreich ist auch so, so einordnen. Da ist eben zu erwarten, dass es auch liegt ja alles im Anwendungsbereich von der ESMA und der EBA, dass es dann irgendwelche Guidelines gerade zu so Abgrenzungsfragen geben wird. Also was fällt rein, was fällt nicht rein? Und ich bin relativ überzeugt davon, dass beispielsweise diese STOs gerade eben da nicht reinfallen, weil das einfach sozusagen vor der Definition schon eben nah an diesen Finanzinstrumenten im Sinne der MiFID dran ist. Also das passt, glaube ich, schon. Ja. Aber ich glaube, da entsteht ein Graubereich auf alle Fälle. Und das ist natürlich auch für jemanden, wenn man jetzt einfach ganz vereinfacht sagt, ich will einen Token emittieren als Finanzierungsinstrument für mein Unternehmen, dann wird man künftig vor der Frage stehen, wollen wir das so gestalten und strukturieren, dass es eher ein Wertpapier-ähnliches Format hat und wir dadurch in dem bekannten und möglicherweise aber auch vertrauten MiFID-Bereich bleiben? Oder gehen wir das Risiko ein, dass es eben als ein, welcher auch immer, Token nach MiCA eingestuft wird, mit vermutlich in der Anfangsphase ein paar mehr Unwägbarkeiten und Unsicherheiten, wie man eigentlich damit umgehen muss. Und es ist ein unterschiedliches Regime. Nicht? Und ich glaube, das wird... Gelten auch andere Regeln. Das werden wir gleich sehen. Gelten ganz andere Regeln. Ja. Im Zweifel wird man natürlich, bis da eine Klarheit auf europäischer Ebene ist, da wo man seinen Sitz hat, da das mit der Aufsichtsbehörde abstimmen, sagen, wir sehen das so und so und wollen das jetzt machen. Man wird ja sowieso das eine oder das andere würde ja einmal sozusagen bei der Behörde durchlaufen. Das wird man absprechen und wenn man dann den europäischen Pass in Anspruch nimmt, dann ist die Hoffnung, dass die anderen Jurisdiktionen, in die das sozusagen transferiert wird über den Pass, auch das dann so akzeptieren. Aber klar, das ist ein Graubereich. Aber wie gesagt, hier denke ich auch, dass die Einordnung außerhalb der MiFID bleiben wird. Aber es wird Grenzfälle geben, klar. Und dazu brauchen wir dann entsprechende Q&A. Das sehen wir auch bei der MiFID und anderen gibt es eben immer super viele Q&A und RTS, die das nochmal ausdifferenzieren. Ja. So, jetzt bin ich nochmal, da waren wir, genau. Also es gibt drei verschiedene Arten von speziellen Token, die zumindest so definiert sind. Das sind die E-Geld-Token. Das ist, wenn ich über meinen Token eine offizielle Währung abbilde, zum Beispiel jetzt den Euro oder US-Dollar, über einen Token abbilden möchte. Dann gibt es die wertende referenzierten Token. Das kann irgendein Vermögenswert sein. Es braucht nur einer zu sein, der eben keine offizielle Währung ist. Oder es kann auch ein Basket, also ein Korb von verschiedenen Vermögenswerten sein oder auch Währungen, alles möglich, also Mischmasch. Dann habe ich eben diese wertereferenzierten Token. Dann gibt es noch die Utility-Token, die eben nur einen Anspruch auf Waren oder Dienstleistungen des Emittenten gewähren. Und alles andere sind sonstige Token. Sonderfall Non-Fungible Token. Ja, das ist ja super spannend, also vielleicht jetzt nicht für die großen Banken, aber für den Markt, weil da irgendwie unheimlich viel passiert ist und auch noch weiterhin passiert. Da gab es eigentlich einen abgestimmten Text und zwischen Parlament und Kommission und Rat. Und dann ist irgendwie in der letzten Sekunde, also vom Hörensagen, das irgendwie nochmal ein bisschen gedreht worden. Und wenn man das, was man jetzt zusammennimmt aus dem Markt, was man hört, und auch es gab eine Pressemitteilung vom Parlament, kann man A sagen, also Kryptowerte, die einzigartig sind und nicht mit anderen Kryptowerten fungibel, also die ich jetzt nicht direkt irgendwie umtauschen kann in Bitcoin oder was anderes, die sollen ausgenommen sein. Was soll das sein? Eben digitale Vermögenswerte, die irgendwelche realen Objekte, Kunst, Musik, Videos irgendwie darstellen. Und dann kommt es irgendwie ganz witzig, ja, es sei denn, sie fallen unter bestehende Kryptovermögenskategorien. Also wenn es, also so ein bisschen so, die beißt sich die Katze in den Schwanz, sie sollen drin sein, außer sie sind, sie sollen draußen sein, außer sie sollen drin sein. Das ist irgendwie ein bisschen merkwürdig von der Herangehensweise. Das muss man mal schauen, was dabei rauskommt. Aber klar ist eben, was wahrscheinlich damit gemeint ist, wenn ich irgendwie einen NFT auf ein Finanzinstrument mache oder sonst alle Voraussetzungen eines Krypto-Token erfülle, dann bin ich wahrscheinlich auch drin. Ja. Ausgenommen sein sollen eben, ja, beispielsweise, wenn ich ein Kunstwerk tokenisiere oder Kinokarten
ich nehme mal an, auch rein digitale Kunstwerke, wie beispielsweise dieses Bild von oder verschiedener der Kunstwerke von Beeple, gibt ja auch andere, auch wenn hier oben reale Objekte, ich glaube, das heißt Physical Assets, heißt es im Englischen. Ja, man könnte auch denken, es muss ein Bild sein, was an der Wand hängt. Aber durch diese Bezugnahme hier in der Pressemitteilung auf Videos, ja, würde ich denken, dass auch sozusagen die Tokenisierung von digitaler Kunst genauso in den Ausnahmebereich fällt. Was aber offenbar nicht ausgenommen sein soll, sind sozusagen so fractionalized NFT, also gestückelte NFT. Wenn ich also beispielsweise, es kann auch ein Kunstwerk sein, eine Immobilie, was auch immer, und ich mache da wie 5000 Einzelstückchen von. Ja, also wenn ich das sozusagen in kleine Häppchen unterteile und dann vertreibe, dann soll es nicht ausgenommen sein. Und das ist jetzt die große Schwierigkeit, Kollektion oder Serien. Ja, also Bored Yacht beispielsweise in der Serie sind, glaube ich, 10.000 Stück von verschiedenen Serien. Die sollen dann eben eher in die Kategorie Investment fallen und nicht ausgenommen sein. Das kann man da vielleicht noch verstehen. Da stehen ja auch jetzt keine einzelnen Künstler hinter, sondern Designagenturen oder Großunternehmen. Aber wie ist das beispielsweise, wenn ich jetzt, habe jetzt mal ein Beispiel rausgenommen, weil ich das irgendwie selbst habe, dieses von Alicia Quade, das Selbstporträt, die hat sozusagen ihre DNA tokenisiert und als NFT rausgebracht, aber auch in ganz vielen Stücken, also es ist eine Serie. Fällt das jetzt irgendwie drunter oder nicht? Oder ich glaube, Crow hat das auch gemacht, hat auch eine Serie rausgebracht. Also da gibt es eine große Rechtsunsicherheit, es ist aber wie in den Text hat das wohl Einklang gefunden und keiner weiß, wie das jetzt irgendwie abzugrenzen ist. Also wenn ich sozusagen nicht ein einzelnes Bild mache und jedes sozusagen sieht anders aus, ja, da muss ich schon aufpassen, ob ich vielleicht irgendwie namentlich irgendwie das unterschiedlich benennen muss. Dann habe ich eben das Risiko, dass ich vielleicht drin bin. Das Ganze soll aber durch die Kommission auch nochmal neu bewertet werden in 18 Monaten. Und dann gibt es vielleicht nochmal ein eigenes NFT-Regime. Ich glaube, da gibt es weitestgehend Konsens bei allen, die NFTs mit einer rechtlichen Brille betrachten. Das ist bisher, wir hatten vor kurzem auch mit dem Regulator ein Gespräch darüber, die auch so ein bisschen sagten, ja, wir gucken uns das an und wir sehen einige NFTs, wo wir einfach von der Funktion ganz klar die in eine bestimmte Richtung zuordnen würden. Aber das ist im Moment ja so Einzelfallbetrachtung. Und wir müssen eigentlich, und das gibt es meines Erachtens auch noch nicht, quasi mal so eine Kategorisierung von NFTs. Also ich glaube, da ist eigentlich auch die Community aufgerufen. Wir haben das der Bundesblock hat eine eigene Arbeitsgruppe zu NFTs, wo wir eigentlich jetzt mal versucht haben zu sagen, hey, lass uns mal eine Matrix bauen, wo man NFTs nach 3, 4, 5 verschiedenen Kriterien, also ist es selber ein Kunstwerk oder repräsentiert das ein Kunstwerk? Ja. Ist es ein Kunstwerk, was auch zu Handelszwecken oder ist es zum reinen Anschauen gewissermaßen? Und da sind dann fließende Grenzen auch. Und ich glaube, also für uns, die sich damit beschäftigen, vermutlich auch für den Regulator, die haben mal gesagt, wenn wir so eine Aufstellung mal machen mit den verschiedenen Formen von NFTs und einer Empfehlung, was eher ein Finanzinstrument ist, was eher ein Utility-Token-Parallele hat, weil letztlich, das ist, glaube ich, vielen noch nicht ganz, ganz klar, dass eben nicht Token ist, sondern es kommt darauf an, wofür, mit welchem Zweck, mit welchen Rechten, von ob es jemanden gibt, der den ausgestellt hat oder ob es eine DAO ist, die das gebaut hat. Und all das ändert was. Und da kommen wir, glaube ich, wirklich in so einen totalen... Das ist ein absoluter Graubereich. Auch heute schon, ne? Auch heute schon, habe ich ja eben ganz am Anfang gesagt. Terra incognita. Anlagezwecke, ja oder nein. Ich kann mir auch heute ein Bild kaufen in der Galerie und sage, ich kaufe mir das, weil ich es schön finde. Kann aber auch sein, ich kaufe mir, weil ich es schön finde. Und vielleicht ist es ja in 10 Jahren mehr wert, weil es von einem ganz tollen Künstler ist. Oder ich glaube, dass es in 10 Jahren ein ganz toller Künstler ist. Ja. Ist super spannend. Ich glaube, die BaFin sitzt ja auch an so einem NFT-Merkblatt oder Papier, was immer kurz vorm Veröffentlichen ist, aber wahrscheinlich ist es so, also es ist noch nicht raus, dass es halt immer wieder wie neue Anwendungsfälle und Ideen gibt und einfach diese Kategorisierung sehr schwer ist, weil der Markt auch so innovativ ist in dem Bereich. Es gibt einfach, haben wir eingangs gesagt, wie auch schon auch im Prozessverfahren gibt es irgendwie schon den Einsatz von NFT. Also
Aber ich glaube, gerade für diese Kunstszene, Musikszene, ist es, glaube ich, schon wichtig, da mal so eine Differenzierung zu machen. Also meines Wissens denken die darüber nach, eins zu machen und werden es aber vermutlich erst 2023 ausbringen. So ist mein Verständnis. Also Regulator ist hier BaFin, das kam hier gerade nochmal eben als eine kleine Frage rein. Genau, ist die BaFin im Moment. Und später wäre es dann eben, wenn sich das nicht überschneidet, überholt, dann entsprechend eben die europäischen Aufsichtsbehörden. Ja, gibt es die eigentlich? Also es gibt ja gar keine ESMA für Krypto, nicht? Das wird dann wahrscheinlich wieder also rückdelegiert. Unter der MiCA, ne? Unter der MiCA dann, ne? Das sind dann ja EBA, ESMA, genau. Ja, wird die MiCA dann die ESMA mandatieren oder ist es auch denkbar oder vorstellbar, dass es dann eine eigene krypto-europäische Behörde gibt? Die tauschen sich aus, ne? Also teilweise liegen auch bestimmte Dinge bei der EZB, beispielsweise auch bei der Einordnung der Stablecoins, genau. Aber eine eigene Aufsichtsbehörde für Krypto gibt es, glaube ich, nicht. Okay. Okay. Nachhaltigkeitsvorgaben finde ich auch super spannend, weil das hätte ja fast dazu geführt, dass das Proof of Work, also eigentlich Verbot von Bitcoin, rausgekommen ist. Es ist kurz vor der Abstimmung gab es dann ja auch, ich glaube ja von eurem Institut, ne, eine Eingabe nochmal kurz vor knapp, irgendwie über den Sonntag auf Montag, ja. Haben alle Experten nochmal gekämpft und haben gesagt, ihr seid ja verrückt. Das geht nicht. Und dann ist es auch, glücklicherweise hat sich das jetzt auch ganz am Ende im Trialog durchgesetzt, dass es erstmal vom Tisch ist. Das heißt, es gibt das Rausverbot. Aber was es gibt Offenlegungspflichten, wie es auch sozusagen im ganzen Finanzmarkt ja eigentlich jetzt im Moment so Transparenzvorschriften gibt. Das heißt, ich muss mich irgendwie erklären, wie viel ich in nachhaltige Projekte investiere, ob mein Bond, den ich begebe, auch irgendwie Green Bond ist oder wie Artikel 8, Artikel 9 der Transparenzverordnung und so weiter. Also es ist schon, da gibt es ja schon ein riesiges Regulatorium wieder von verschiedenen Vorschriften. Und das ist jetzt hier nur so ein Anfang. Die sagen, ihr müsst erstmal sagen, was macht ihr? Also welche Konsensmechanismen verwendet ihr? Und wie sieht das aus mit der entsprechenden Nachhaltigkeit? Die ESMA wird dann aber so Technical Regulation Standard, also RTS, erlassen und genau erklären, wie diese Offenlegung eigentlich zu erfolgen hat. Und dann wird die Kommission da so einen Report machen in Absprache mit EBA und ESMA und schauen, wie sieht es denn aus? Also sozusagen so auch einen wissenschaftlichen Report, also so habe ich es jedenfalls gelesen, und schauen, wie sieht es aus mit den verwendeten Technologien und dann möglicherweise auch weitere Vorgaben erlassen, wie mit diesen Technologien umzugehen ist. Ja, das wird, wie gesagt, der Final Report, glaube ich, ist in 48 Monaten, wenn ich das richtig gesehen habe, und der erste Interim Report in 24 Monaten. Und dann haben wir, glaube ich, da ein bisschen mehr Klarheit. Und das finde ich sehr positiv, dass man sich das erstmal genau anschaut und auch schaut, welche Verfahren gibt es da, wie ist der Energieverbrauch, wie ist das im Vergleich zu anderen und so. Und glaube ich, ganz spannend. Für die Emittenten und Anbieter natürlich erstmal einen Mehraufwand, weil sie eben weitere Informationen zusammenkriegen müssen und publizieren müssen. Aber das ist im Finanzmarkt eben so. Also trifft alle anderen regulierten Anbieter eigentlich auch. So, dann Erlaubnispflichten. Ich hoffe, da kommen wir noch durch. Und dann müssen wir wahrscheinlich die wertereferenzierten und E-Geld-Token springen. Aber ich glaube, das ist schon noch spannend jetzt zu sehen. Es gibt eine ganze Palette an Dienstleistungen, die zukünftig von der MiCA erfasst werden. Und das sind eigentlich alle Dienstleistungen, die es so rund um Krypto gibt. Wenn man jetzt mal vielleicht vom Mining, also vom eigenen Schürfen absieht, das macht man ja erstmal für sich selbst, ist also Verwaltung, Verwahrung, Austausch, Handelsplattform, Platzierung. Das ist ein bisschen so wenn man sich das parallel legt zur MiFID, ist es quasi so die Krypto-MiFID, was die Dienstleistung anbelangt. Also da findet man eigentlich fast zu jeder Dienstleistung ein entsprechendes Pendant in der MiFID. Oder man hat was, sozusagen gerade zum Beispiel, was jetzt Austausch von Kryptowährungen und anderen gibt, das gibt es zum Beispiel, glaube ich, jetzt so in der MiFID nicht, aber die Dienstleistung, die dahinter ist ja klar, das ist ja auch wie eine Art Exchange und deswegen hat man das auch mit aufgenommen.
Und jeder, der eine solche Dienstleistung erbringen will, der braucht halt zukünftig eine Erlaubnis. Es sei denn, ja, und das ist ganz spannend, er ist schon entsprechend reguliert, also zum Beispiel ein CRR-Institut, das sind die Deutsche Kreditinstitut, ja, wie Sparkasse oder die Deutsche Bank, die sind im CRR-Kreditinstitut, die dürfen alle Kryptowerte-Dienstleister bringen ohne ein eigenes Erlaubnisverfahren, müssen aber so ein Notifikationsverfahren machen und da erklären, was sie da vorhaben und wie sie das machen und wie sie das alles umsetzen, ist aber kein Genehmigungsverfahren. Bei den Wertpapierfirmen und Marktbetreibern nach der MiFID sieht es ein bisschen anders aus. Die dürfen quasi immer das Entsprechende, was sie schon unter der MiFID dürfen, dann auch unter der MiCA bringen. Also wenn ich jetzt Anlageberater bin und ich berate bis jetzt irgendwie zu Wertpapieren, dann darf ich das auch zum Bitcoin oder zu anderen. Ja? Das ist so das Pendant. Muss eben auch diese Notifikation machen. Auch für Kapitalverwaltungsgesellschaften oder OGA-Verwaltungsgesellschaften, also Fondsgesellschaften, die Fonds administrieren oder verwalten, da habe ich auch, wenn ich so für Nebendienstleistungen zugelassen bin, dann kann ich, oder Portfolioverwaltung, dann kann ich das auch machen. Und ein E-Geld-Institut, die dürfen auch quasi ihre eigenen Token, E-Geld-Token verwahren und verwalten. Wichtig ist aber, ich darf sozusagen, kann mir nur das Erlaubnisverfahren und die Eigenkapitalvorschriften und ein paar andere Dinge, die mit dem Erlaubnisverfahren aber in enger Verbindung stehen, die kann ich mir sparen. Aber Wohlverhaltenspflichten, Organisationsanforderungen und diese ganzen Prozessvorgaben, wie das alles aufzusetzen, das gilt für mich trotzdem. DeFi, auch spannend, das ging auch hin und her, ist auch raus, aber tatsächlich nur, wenn ich komplett dezentral arbeite. Das heißt, wenn ich nicht irgendwie jemand habe in der Mitte, der tatsächlich das Ganze steuert und es gibt irgendwie schon eine Organisation, es muss wirklich eine dezentrale Anwendung sein. Teilelemente reichen nicht, um mich aus der Regulierung zu bringen. Es muss wirklich voll dezentralisiert sein. Da gibt es aber auch wieder so eine Reportphase. Das heißt, die EU guckt sich das an und überlegt, ob sie dann sozusagen eine eigene MiCA, quasi MiCA 2 für DeFi nochmal rausbringt. Ja, das ist so ein loser Plan, dass das kommen kann. Aber echtes DeFi, das muss aber sagen, die meisten sind nicht wirklich echt DeFi, weil es doch Initiatoren gibt, die erstmal auch die Governance-Token alle halten und die Protokolle schreiben. Da ist wohl eine gewisse Gefahr, dass die nicht als dezentral angesehen werden, also semi-dezentral vielleicht darunter fallen könnten. Also muss man auch, glaube ich, die Entwicklung noch ein bisschen abwarten. Wie siehst du das? Das ist ja so ein Thema, was man hier oder da mal hört, dass irgendjemand auch in Deutschland darüber nachdenkt, eine DeFi-Plattform zu entwickeln, große Sorge hat, dass das, was diese Plattform abwickelt, ein großes Spektrum an Erlaubnissen erfordern würde. Und dann gibt es manchmal den einen oder anderen, der sagt, nee, das mit den Erlaubnissen, das machen wir ganz einfach. Wir programmieren das jetzt alles mal und dann stellen wir es auf die Blockchain und dann machen wir Schnips und dann ist es eine DAO und das ist auch wirklich so gebaut, dass wir das quasi auf den Ozean schieben und dann nicht mehr in der Lage sind, auf den Code Einfluss zu nehmen. Das heißt, es ist dann auch wirklich autonom, rein technisch. Und die davon ausgehen, dass sie dann tatsächlich regulierungsfrei tätig sind und im Zweifel der Aufsicht auch sagen würden, ja, wir haben das programmiert und wir haben das gestartet und jetzt können wir aber nicht mehr als Verantwortliche herangezogen werden und zahlen auch keine Ordnungsgelder, weil das Ding fliegt da auf eigene Faust. Ist das denkbar? Ist das möglich? Oder? Ja, denkbar ist das schon, ob es möglich ist. Also wir haben da schon mit der BaFin schon ein paar Mal auch drüber gesprochen. Die sagen so ein bisschen follow the money. Ne? Also wenn es mal erhebliche Geldflüsse zu Initiatoren gibt und doch auch eine Protokollsänderungs-, also meistens ist ja doch schon, dass ich noch irgendwie Einfluss nehmen kann, auch die Protokolle nochmal nachjustiere, dann könnte es schon kritisch sein. Wenn ich es wirklich komplett dezentral mache, dann ist ja schon die Frage, wen will die BaFin dann regulieren? Also wenn ich dann die ursprünglichen Initiatoren reguliere, wenn es tatsächlich autonom läuft dann auf der Blockchain, dann geht das ja eigentlich ins Leere. Ja. Also da beißt sich sozusagen dann auch wieder die Katze in den Schwanz. Also wenn ich es wirklich komplett dezentral habe und ich eigentlich gar keinen erwischen kann, dann stellt sich die Frage auch irgendwie nicht. Dann wird die BaFin allenfalls vielleicht versuchen, die
an den Ecken anzuknüpfen. Also da, wo ich vielleicht Produkte aus solchen Dienstleistungen handeln kann, in Fiat-Währungen, sozusagen, das ist die, so eine, ja, wie so ein Mittäter, ja, quasi. Ja, das hat sie auf der BaFintech mal. Naja, die Frage ist, ob man nicht eigentlich eine Regulierung hätte schaffen müssen, die heißt, die quasi Erstellung von DAOs, und am Ende des Tages entsteht ja ein DAO nicht von selbst, sondern es gibt immer irgendwie einen Initiator, dass die zum Beispiel an gewisse Erlaubnisse geknüpft wird oder irgendwie so etwas. Also das. Na, ich glaube, das wird, also irgendwas in der Richtung wird vielleicht kommen, ob das jetzt eine Erlaubnis ist oder sagen wir mal, Marktregeln, die zu beachten sind. Ich glaube, das war jetzt einfach viel zu viel, das noch in die Mika reinzupacken, viel zu kompliziert, weil man auch gemerkt hat, dass es schwierig ist. Aber da gibt es ja schon Diskussionen auch, muss ich nicht zumindest auch, wenn das dezentral organisiert ist, brauche ich nicht trotzdem irgendwelche Bestimmungen wie Rückgaberechte, Compliance, Verbraucherschutz und solche Themen. Das muss ja nicht nur Aufsichtsrecht sein, sondern ich bin ja insgesamt mit der DAO dann eben, sag ich mal, was die Jurisdiktion anbelangt, luftleeren Raum. Und viele der DeFi-Protokolle, wenn man da reinschaut, da gibt es fast gar keinen Vertrag oder auch gar keine Regelwerke. Und das macht es für Verbraucher natürlich unheimlich schwierig, irgendwie die Rechte zu verstehen und zu erfassen, sodass ich glaube, dass diese MiCA 2, DeFi Regulation, da könnte schon noch was kommen. Ja. Aktuell ist es ein Graubereich, ja. So, ich schaue ein bisschen auf die Zeit, ihr wahrscheinlich auch schon. Das sind nochmal die Erlaubnisanforderungen. Wir können den Vortrag nachher auch nochmal, ich kann den nochmal zu euch schicken und ihr könnt den teilen, wenn ihr wollt. Dann würde ich jetzt da vielleicht nochmal drüber springen. Es gibt eben Eigenkapitalanforderungen, ist auch klar. Es gibt aufsichtsrechtliche Verhaltenspflichten, das ist alles wie MiFID. Also ich bin komplett durchreguliert, was Orga anbraucht, ein Orga-Handbuch, Interessenkonflikte, Auslagungsmanagement und. Also ich bin wie eine Bank reguliert, ne? Oder wie eine Wertpapierfirma reguliert. Also wenn man das neben die MiFID legt, ist das alles auch nicht so überraschend. Und das überspringe ich jetzt, was glaube ich noch. Lass uns noch mal eben ganz kurz, denn das ist ja, also wir sind auch immer offen, dass wir lieber auch noch Viertel nach achten. Ah, super, okay, ja, umso besser. Ich glaube, das ist ja ein ganz, ganz spannender Bereich, weil also ich sehe eben großes Potenzial persönlich auch tatsächlich für die Finanzierung von Unternehmen durch Emissionen von Token. Und das ist ja ein bisschen anders auch als das, was wir in der MiFID sehen. Ich würde jetzt springen, Entschuldigung, jetzt bist du wieder bei den. Ja, ich muss nicht. Achso. Nee, dass wir einmal jetzt noch kurz eingehen auf die Emittenten und Anbieter von. Ja, super gerne. Also, ich muss eine juristische Person sein, weil man sonst sagt, wenn das jemand privat macht, ist es quasi ist nicht gewährleistet, dass ich das auch mit einer ordentlichen Organisation mache. Was ganz spannend ist und wirklich ein großer Unterschied ist zur MiFID. Ich muss so ein White Paper machen zukünftig. Man kennt natürlich diese ganzen White Papers noch aus den ICO-Zeiten. Da steht aber eigentlich nichts drin oder zumindest nichts, was irgendwie dem Verbraucher irgendwie hilft oder Rechte gibt. Und das wird sich ändern. Ich muss also, ein White Paper ist wie so ein Prospekt nach der Prospektverordnung. Und was aber zumindest bei den normalen Kryptowerten der Fall ist, wenn es jetzt keine wertreferenzierten Token oder E-Geld-Token sind, kein echtes Genehmigungsverfahren. Das heißt, ich habe nicht dieses ewige Verfahren bei der BaFin mit 50 Seiten von irgendwie 140 Kommentaren und das dauert und dauert und dauert und ich komme nicht zur Emission, sondern es ist wirklich nur eine Notifikation. Ich muss der BaFin das schicken. Die können sich das natürlich anschauen, leiten das, glaube ich, auch den europäischen Aufsichtsbehörden weiter und können sich auch dazu Kommentare erlassen, sagen, wieso geht es aber nicht und das ist blöd. Aber ich bin nicht in so einem echten Verfahren gefangen. Das ist schon mal super. Ich hafte auch für das White Paper. Ja, das ist sogar bei vielen White Papern, was ich gesehen habe, heute auch nicht so der Fall. Ja, wir haften eigentlich gerade nicht für das, was hier drin steht. Das wird nicht mehr gehen. Ich werde ein 14-tägiges Rücktrittsrecht für Verbraucher haben. Ja, also echtes Widerrufsrecht, wie ich sonst bei Fernabsatzverträgen auch habe, außer wie so börsengehandelte Token. Das ist aber auch nichts Neues. Also wenn ich natürlich einen Wert habe, der schwankt und ich will nach 14 Tagen irgendwie raus, weil der Börsenpreis in die sozusagen in den Keller gerutscht ist, das kann ich nicht machen, ist klar. Ganz spannend auch, ich habe im Grunde auch beim Vertrieb jetzt diesen ganzen MiFID-Arm, also ich muss sozusagen auch
dieses Papier ehrlich, fair und professionell aufsetzen. Ich brauche ein Konfliktmanagement. Ich muss meine IT auch im Griff haben. Ich brauche auch sozusagen selbst als Emittent von Kryptowerten, habe ich so gewisse Governance-Anforderungen an meine IT, wie ich das Ganze aufsetze, wie der Token gestrickt ist. Das ist jetzt nicht vergleichbar mit einer MiFID-Firma oder einer KWG-Lizenz. Aber dazu muss ich mich auch erklären und muss dazu was haben. Ich muss auch aufpassen, dass das, was ich sonst im Markt von mir gebe und an Marketingmaterial habe, dass das konsistent ist mit meinem White Paper. Die Ausgestaltung hängt dann davon ab, was das eigentlich für ein Token im Konkreten ist. Ausgenommen, das ist vielleicht auch nochmal wichtig, wenn ich Kryptowerte kostenfrei anbiete, dann falle ich nicht unter diese Verpflichtung zur Veröffentlichung und Notifizierung eines White Papers. Wobei kostenfrei ist, ich darf auch nicht das im Austausch von Daten machen. Also Daten sind ja inzwischen auch schon quasi Geld gleichgestellt bei diesen Fragen. Also kostenfrei ist wirklich kostenlos. Wenn ich automatisch zur Verwaltung der DLT oder eben Validierung von Transaktionen, also zum Beispiel zum Konsensusmechanismus, da arbeite und dafür sozusagen Token generiert bekomme vom System, dann fällt das auch nicht drunter. Oder eben, wenn ich mein Kryptowert nur gegen eine schon bestehende Ware oder Dienstleistung eintauschen kann. Also ich kaufe einen Token und kriege dafür wie ein Fahrrad. Ja. Dann gilt es auch, muss ich dafür keinen Prospekt machen. Oder in einem begrenzten Netzwerk nur eingesetzt werden kann. Wobei man auch aufpassen muss, das begrenzte Netzwerk, das kann am Anfang begrenzt sein und später nicht mehr. Dann falle ich automatisch schon wieder rein. Und das begrenzte Netzwerk, das kennen wir ja aus dem Zahlungsrecht. Da gibt es eben auch diese kleinen Netzwerke, dass ich irgendwie beispielsweise irgendwie mit so einer Geldkarte irgendwie dann nur in einem Kaufhof auch irgendwie bei den anderen Händlern einkaufen kann. Muss man schauen, wie das ausdifferenziert wird, dann später sicherlich durch ein RTS oder ein Merkblatt. Ich muss kein White Paper weiterhin machen. Das ist wieder vergleichbar auch mit den MiFID-Regeln. Wenn ich mich mit meinem Angebot weniger als 150 Personen pro Mitgliedstaat wende. Und wichtig ist immer, wenn das genauso gelebt wird wie unter der Prospektverordnung, dann heißt 150 Personen nicht, ich darf 149 Anleger haben am Ende, sondern ich darf nur 149 ansprechen. Ja, das muss irgendwo von Anfang an reduziert sein. Oder ich habe ein Angebot von unterhalb einer Million innerhalb von 12 Monaten. Oder ich richte mich ausschließlich an qualifizierte Investoren. Das sind eigentlich die geborenen professionellen Kunden nach MiFID, also Banken, Kreditinstitute, Großunternehmen. Wenn sozusagen das mein ausschließlicher Adressatenkreis ist, dann bin ich auch von der Verpflichtung zum White Paper befreit. Zum White Paper, das ist nochmal, ich habe versucht, das ein bisschen darzustellen. Also muss ein Datum drauf, Zusammenfassung. Also wie gesagt, sehr, sehr nach diesem Prospekt der Prospektverordnung vergleichbar. Ich muss aber auch meine Verantwortung und Haftung draufschreiben, dass ich das sozusagen übernehme. Ich muss sagen, dass es kein Prospekt ist, dass es keine Finanzinstrumente sind, dass es die BaFin nicht geprüft hat. Alles, was ich schreibe, muss eben diesem Duktus ja fair, eindeutig, nicht irreführend entsprechen. Es muss es in einer Amtssprache des Herkunftsmitgliedstaats, also da, wo der Emittent seinen Sitz hat, oder einer Finanzsprache, derzeit Englisch. Und das Ganze muss maschinenlesbar sein. Dazu wird es dann auch nochmal weitere technische Vorgaben geben, wie das Ganze aussieht. Ich habe mal hier den Inhalt, da gehen wir jetzt vielleicht im Einzelnen nicht drauf, ein paar Beispiele, was da alles drinstehen muss. Interessant vielleicht, also ich muss auch mein Projekt beschreiben, ich brauche auch eine Beschreibung der Risiken des Emittenten oder des Anbieters oder jemand, der die Aufnahme in den Handel beantragt. Ich brauche eine Risikobeschreibung auf die Kryptowerte. Ich muss genau schreiben, welche Rechte und Pflichten der Anleger eigentlich hat. Und das ist sozusagen bei vielen Token ja heute wie nicht der Fall. Da kaufen die Leute wie wild Token und wenn was schief geht, weiß eigentlich keiner, wie das funktioniert, weil keiner irgendwo die Rechte klar niedergelegt hat. Auch selbst bei den ganz großen Stablecoins war das ja nicht der Fall. Das wird nicht mehr so sein. Dazu Fragen? Scheinbar ist es so nachvollziehbar oder so erschlagend, dass keiner... Beides wahrscheinlich, ne? ...hat möglicherweise. Aber es sind auch eine ganze Menge an Inhalten, die du uns hier jetzt vermittelst. Ja. Ja, ich glaube, lass uns mal jetzt einfach nochmal schnell durch die letzten einmal durchführen. Genau. Und dann. Also das ist, glaube ich, noch wichtig, weil das darf man gar nicht so unterschätzen. Die Market Abuse Regulation, also Insiderhandel, Verbot von Marktmanipulation, das findet ja derzeit auf Kryptowährungen in den meisten Jurisdiktionen, USA ist, glaube ich, ein bisschen anders. Aber in Europa eigentlich keine Anwendung. So, das heißt, deswegen wird er auch teilweise wie Schindluder getrieben.
Und das soll eben geändert werden. Das ist sicherlich auch richtig so. Dann haben wir noch die wertereferenzierten Token, Stablecoins. Da habe ich sozusagen nochmal bestimmte Vorgaben. Also brauche ich tatsächlich eine Erlaubnis, wenn ich das imitieren will. Und muss auch das White Paper genehmigen lassen. Ja, anders als bei den normalen Krypto-Assets, wenn ich da ein White Paper mache, muss ich es notifizieren. Hier muss ich es tatsächlich genehmigen lassen. Also es ist ein echtes Erlaubnisverfahren, Prospektverfahren in einem. Da muss ich auch, das fand ich interessant, das freut natürlich dann den Juristen, ja, ein Rechtsgutachten beilegen, dass die Token nicht als Finanzen mit E-Geld oder strukturierte Einlagen qualifizieren. Ja, das muss ich auch machen, wenn ich ein E-Geld-Token imitiere. Genau, vielleicht noch interessant, was ja schiefgelaufen ist bei vielen Stablecoins. Die haben mit dem Geld gemacht, was sie wollten. Irgendwie haben es verliehen und der es verleiht hat, hat auch wieder damit irgendwas gemacht. Und es gab keine Rücklagen und auch keine klaren Regeln, wie ich das als Anleger zurückfordern darf. Und das wird sich alles ändern. Das heißt, ich habe klare Vorgaben. Ich muss sozusagen so Rücklagen bilden. Ich muss eine Anlagepolitik haben, was ich mit dem Geld mache. Und so weiter und so fort. Also ein bisschen wie bei auch Fonds beispielsweise. Ja, die müssen auch immer sicherstellen, dass sie das Rücknahmeversprechen, wenn es eins gibt, jederzeit einhalten können. Und hier muss es eben eins geben. Genau, das ist auf der Seite nochmal dargestellt. Ich habe auch fortlaufende Informationspflicht, also wie viel ist im Umlauf, wie sind meine Reserveaktiva zusammengesetzt und muss alle 6 Monate auch einen Bericht machen. Ja, es gab bis jetzt ja auch noch nicht, keiner wusste eigentlich, wie es so die Anlage der DeFi-Produkte und Tokenstand. E-Geld, das ist auch noch vielleicht ganz spannend. Die Stablecoins, die hatten im Gegensatz zum echten E-Geld, eben konnte ich das nicht jederzeit zurückfordern, auch teilweise eben nicht gefallen wert, sondern ich habe vielleicht nur 70% wiederbekommen. Ja, wie jetzt, und vielleicht war ich dann glücklich, 70% zu kriegen, wenn ich nicht voll ausgesetzt worden bin. Und das wird in Zukunft anders sein. Zum einen dürfen das nur Kreditinstitute und E-Geld-Institute überhaupt nur imitieren. Ich brauche auch so ein White Paper, vergleichbar wie bei den Asset Reference Token. Und ich muss jederzeit einen Anspruch auf Eintausch in die Währung at par haben, also zum echten Wert. Es gelten hier auch Anlegerschutzregeln, Marktintegrität und ich darf keine Zinsen zahlen. Also spannend. Fazit, wenn man sich diese Kette anschaut, das haben wir am Eingang eigentlich schon an den verschiedenen Kryptodienstleistungen, Kryptowerte-Dienstleistungen gesehen, eigentlich sozusagen dieser ganze Lebenszyklus sozusagen von der Emission bis zum späteren Eintausch wieder wird irgendwo reglementiert durch die verschiedenen Stellen und Anbieter. Also eigentlich wie auch im sonstigen Kapitalmarktrecht wird eigentlich alles geregelt. Und für die Deutschen, um jetzt den Bogen zu spannen zu dem, was wir eingangs gesagt haben, wird sich aus meiner Perspektive gar nicht so viel ändern, weil wir schon eigentlich viele regulierte Player haben. Die müssen natürlich auch dann diese Notifikation machen. Sie kriegen gleichzeitig dafür einen EU-Pass. Sie müssen natürlich wahrscheinlich im Kryptobereich ihre Prozesse anpassen, Kundendokumentation anpassen, auf sozusagen die Vertriebsvorgaben achten. Aber in Deutschland gibt es sowieso schon relativ starke zivilrechtliche Vorgaben, was ich alles so einhalten und machen muss. Deswegen glaube ich, ist es eine Regulierung, die Deutschland und Europa gut tut, weil wir dann eine Rechtssicherheit haben, wie es auch überall aussieht. Und da sind wir in Deutschland, wo die Regulierung schon immer Schritt voraus war in den Bereichen, also in Europa, glaube ich, ganz gut aufgestellt. Die Kryptoverwahrer, die kriegen wohl so ein erleichtertes Verfahren, müssen aber schon eine Erlaubnis noch beantragen, fallen dann voll in die Anwendbarkeit der MiCA. Da gilt aber das Gleiche wie links. Also die sind auch in Deutschland schon sehr, sehr stark reguliert. Wird sich meines Erachtens natürlich Anpassungsprozesse geben. Aber wie kommst du darauf, dass das Verfahren erleichtert wird? Also weil einfach die Anforderungen dann geringer sein werden, wenn das so ein gemeinsamen EU-Standard ist? Ja, aber die schon eingereicht worden sind, auch die sozusagen im Rahmen hier gefordert werden. Also auch, was natürlich zum Beispiel die Erfahrung der Geschäftsleitung anbelangt und dass die Systeme ordentlich sind. Also es ist ja alles, was jetzt komplett schon auf Herz und Nieren geprüft wird. Und deswegen wird es hier, glaube ich, so ein erleichtertes Verfahren geben. Da gibt es gibt's konkrete Vorgaben. Also wenn ich das schon eingereicht habe im Rahmen eines Prozesses, dann muss ich nicht nochmal vorlegen beispielsweise. Okay. Ja,
Für die Emittenten, da wird sich, glaube ich, am meisten ändern, weil ich jetzt so ein ordentliches White Paper machen muss und ich hafte auch dafür, ich habe die Verbraucherschutzregeln. Aber Emittenten, die Token in Deutschland, also mit Sitz in Deutschland, die Token hier emittieren und gar nicht in die Regularik fallen und die jetzt auch keine Utility-Token wären oder echte NFT, die sind ja in Deutschland ja auch schon reguliert, entweder nach wie Vermögensanlagen oder Wertpapier sui generis. Also für die wird es, glaube ich, einfach nochmal ein anderes Korsett sein, aber inhaltlich auch zu machen. Ja. Aktenzeichen XY ungelöst. Ja. NFT bleibt ein Graubereich. Da müssen wir mal schauen, wie das jetzige ausgelegt, wie das zukünftige kommt. DeFi haben wir auch schon drüber gesprochen. Für mich immer noch ein Open Topic, wie das eigentlich genau abgegrenzt wird zwischen Decentralized, Centralized, Semi-Centralized und DAO. ESG, ja, da sind wir auch mal gespannt, wie viel da eigentlich jetzt tatsächlich dann an Offenlegungspflichten kommt und auch wie der Markt darauf reagiert. Ja, das war auch im Bankenbereich alles erstmal freiwillig und trotzdem war das allen plötzlich total wichtig und es gab trotzdem aber auch eine sehr komplexe Regulatorik und viele Institute sind damit immer noch ein Teil überfordert, eigentlich zu durchblicken, was jetzt wann wo gilt und zu veröffentlichen ist. Und natürlich auch super spannend, was mit Proof of Work passiert, eben wenn jetzt die 2 oder 4 Jahre dann abgelaufen sind, ob dann doch nochmal da was kommt oder eben auch nicht oder vielleicht auch irgendwas dazwischen, also vielleicht jetzt kein Verbot, aber trotzdem andere Regularien, wie ich eben mit der Nachhaltigkeit dann umzugehen habe. Also das ist für mich auch noch eine spannende Frage, aber sicherlich etwas in weiterer Zukunft. Und dann haben wir es tatsächlich durchgeschafft. Ja, prima, super. Vielen, vielen Dank. Also es war wahnsinnig viel, was du uns hier kurz zusammengefasst und einen Überblick gegeben hast. Eine große Für mich auch, wenn ich in vielen Themen mit drinstecke, hilfreich einfach, das nochmal so ein bisschen erläutert und dargestellt zu bekommen. Ja, insofern, also liebe Teilnehmer, wenn ihr Fragen, Anmerkungen habt, dann nutzt gerne jetzt die Chance, wobei ich leider ein bisschen zeitlich unter Druck bin und gleich den Raum schließen muss. Und wir haben jetzt ja auch tatsächlich so ein bisschen die Zeit ausgenutzt. Gib uns nochmal eben einen Ausblick. Also es wird jetzt irgendwann eine final verabschiedete, jetzt aus dem Trilog verabschiedete Fassung geben, die wahrscheinlich nochmal rumgeschickt wird. Vermutlich wird die dann irgendwann zur Abstimmung im Europaparlament kommen und dann wird es, Frage, wie die Fristen sind, wie die Übergangsfristen sind und wann sie dann unmittelbar geltendes Recht auch wird und dann wird es die Transformation geben müssen. Das gilt ja direkt, ne? Genau, ist ja unmittelbar anwendbar, also muss nicht mehr implementiert werden und gilt dann. Genau, dann müssen aber natürlich die ganzen nationalen Vorschriften, die irgendwie in Widerspruch stehen oder die doppelt gemoppelt werden oder irgendwie so etwas, die müssen dann im deutschen Recht wieder entsprechend angepasst und bereinigt werden. Ja, und wie gesagt, du rechnest damit, dass das nicht in 2023, sondern eher in 2024 passieren wird. Ja, genau. Und so, hier kommt eine Frage noch schnell rein. Wie sehen Sie die Zukunft mit CBDs? Gibt es hierzu bereits Regularien, wenn ich die Frage noch stellen darf? Jetzt neben der Mika oder? Also ich noch mal eben ganz kurz. CBDSS, das sind das Central Bank. Ich bin im Moment mit der Abkürzung etwas überfordert tatsächlich. Central Bank CBDCs, okay, dann war das ein Typo, die Central Bank Digital Currencies. Ja, wie stehen die eigentlich im Zusammenhang damit? Das sind ja eigentlich digital abgebildete Euros oder Dollars oder Schwedenkronen. Und insofern fallen die nicht unter die Mika, nicht? Das muss man ehrlicherweise so sagen. Richtig, genau. Die sind ja dann digitales Zentralbankgeld sozusagen. Sind raus, aber da gibt es ja auch Bewegungen, dass es kommen soll, soweit ich informiert bin, aber jetzt nach der Mika eher. Ne? Also dann eher so in 3 Jahren, glaube ich, frühestens ist man. Ich glaube, das ist auch die Erwartung tatsächlich. Ja. Ja.
Ja, also ich glaube, die MiCA wird ganz, ganz, ganz klar zeigen, für viele Anbieter, die in dem Bereich unterwegs sind oder unterwegs sein sollen, ob die entweder sehenden Auges sagen, ich möchte aus Europa diese Services anbieten oder imitieren oder, was Vor- oder Nachteile haben kann. Und das ist, glaube ich, die Chance, dass man eine Verlässlichkeit, wenn man so ein Europasiegel da drauf hat. Oder ob der eine oder andere sagt, oh Gott, da haben sich so viele Erlaubnisse und so weiter. Ich gehe lieber nach Asien, ich gehe lieber in die Schweiz oder gehe sonst wohin, wo ich dann glaube, einfacher und schneller letztlich meine Touren. Und das kommt dann wieder zum Thema Ich glaube, es wird schwarze beides geben am Ende, Schafe. ne? Wie es auch jetzt ist, die stärker regulierte Welt. Und ich glaube, das ist aber auch gut, weil, also wir haben auch mit vielen institutionellen Investoren gesprochen und die sagen so ein bisschen, Blockchain muss langweiliger werden. Ja, das ist für die großen Häuser, ja, das klingt blöd, aber so ist es halt. Die müssen natürlich das besser verstehen. Und wenn das, was ich gestern gelesen habe, heute irgendwie nicht mehr gilt, weil sich das Protokoll wieder geändert hat und es auch gar keine richtigen Informationen dazu gibt, es sei denn, man sozusagen ist da wirklich Profi und kann das selber nachlesen und verstehen, dann ist es für die Institutionellen natürlich sehr, sehr schwierig, wenn sie da nicht einen Berater haben, der sie da in die Hand nimmt. Deswegen tut es, glaube ich, dem Markt gut. Das ist doch ein schönes Schlusswort. Timo, vielen, vielen Dank, dass du bei uns warst. Vielen Dank, dass du das so umfangreich aufbereitet, vorbereitet hast. Wer heute nicht dabei war, wir haben es aufgezeichnet und werden das irgendwie in den nächsten Tagen zur Verfügung stellen. Und ich würde vorschlagen, wenn jemand die Folien haben möchte, dann schreibt er entweder an dich oder an mich eine Mail und dann können wir es individuell nochmal rausschicken. So habe ich dein Angebot auf alle Fälle verstanden. Genau, also super gerne. Klasse. Vielen Dank auch Und von bei mir. Hat Fragen mir. natürlich auch immer. Super, vielen, vielen Dank. Ich wünsche euch allen einen schönen Abend und freue mich schon auf den nächsten Montag auf alle Fälle. Bis Danke, dahin. hat mir Tschüss. großen Spaß gemacht. Super. Danke. Tschüss, schönen Abend allen.